Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Factorio. Ja, die letzte Folge war ein bisschen abgehackt. Es war einfach nur so, dass sich das Video überhaupt nicht rendern ließ. Und ich im Endeffekt die letzten 5 Minuten dann wegschneiden musste, damit es überhaupt durchrendern konnte. Was in der letzten Folge passiert ist, in diesen fehlenden 5 Minuten, ist folgendes. Wir haben dieses Kraftwerk hier, beziehungsweise diesen Solarpark hier fertiggestellt. Das war nicht mehr allzu viel, was da passiert ist, aber wir haben es halt noch fertig gemacht. Und im Anschluss daran habe ich einfach nochmal ein paar Blaupausen gesetzt und habe das Spiel noch ein bisschen weiterlaufen lassen, außerhalb der Aufnahme, um hier einfach ein bisschen was zu platzieren, damit wir ein paar Akkus bekommen und ein paar Solarzellen. Die werden jetzt hier nach und nach aufgebaut. Tagsüber haben wir schon wieder Strom. Nachts sieht es immer noch finster aus. Aber wir laden jetzt zumindest schon mal die Akkus ein klein wenig auf über die Zeit. Bei weitem noch nicht so viel, wie wir es eigentlich wollen. Und da ist eine Katze auf dem Tisch. Hallo Katze. Okay. Lustige Dinge passieren. Auf jeden Fall haben wir ein klitzekleines, ein winziges Mini-Mü-Stromproblem. Und dem würde ich ganz gerne mal begegnen, indem wir sagen, wir bauen uns ein Kraftwerk. Und zwar möchte ich das Ganze jetzt mal ein bisschen zentralisieren. Zumindest, dass ich einen Block habe, den ich dann gegebenenfalls duplizieren kann. Und ja, die Sache gehen wir jetzt mal an. Und ich gucke jetzt mal, haben wir irgendwo... Ich könnte mir das eigentlich liefern lassen, ne? Ich gucke mal, ob wir da hinten noch Greenhouses in dieser großen Lagertruhe haben. Das wäre ganz fantastisch. Ich glaube nämlich, hier ist noch ein bisschen was drin. Greenhouses. So, da. Nein, das sind Labore. Haben wir noch Greenhouses hier drin? Nicht so, ne? Wir haben tatsächlich keine Greenhouses mehr hier drin. Dann fordere ich die doch mal an. Greenhouse. Das ist irgendwo hier. Ja. Greenhouse. Da haben wir es. So, und unsere Roboter sind fleißig am Start. Und was ich auch gemacht habe, habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon gezeigt. Ich habe hier mal so eine Produktionsanlage gebaut für diese Crystallizer. Und die werden jetzt so nach und nach produziert. Wenn wir da genügend haben, dann gucken wir mal, dass wir unser Crystal Slurry da in Gang kriegen. Und da kommen unsere Greenhouses. Wir haben immerhin 4 Stück. Wow. Das ist super amazing. Greenhouse gibt es, glaube ich, hier. Dafür brauchen wir Glasstein und Eisenplatten. Glas haben wir hier irgendwo. Was haben wir hier eigentlich an? Okay, Sodiumhydroxid haben wir ein bisschen was, aber nicht viel. Also nicht so viel, dass uns da irgendwas vollläuft. Wir gucken einfach mal. So, 3 Stacks Glas. Da haben wir unsere Greenhouses. Da können wir 4 Stück haben. Wir. Dann machen wir 1. Dann haben wir 10. 20. So, einfach nur, damit wir da eine schöne Zahl haben. Und dieses Areal ist eigentlich wie prädestiniert für das, was wir hier vorhaben. Aber dafür müsste ich hier das Fließband nochmal umlegen. Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir relativ ratzfatz hin. Machen wir nämlich einfach hier lang. Und guck mal, wie das einfach hier passt, was ich hier baue. Das ist einfach nur fantastisch. Das muss man halt vielleicht auch mal würdigen. So, und das hier kann weg. Und dann schließen wir das folgendermaßen an. Dann können wir hier direkt den nächsten Belt legen. Und hier rüber. Dann haben wir da oben ein bisschen mehr Platz. Dann können wir ein Kraftwerk bauen. Ihr wisst es ja. Dann kommen wir hier an dem Ding vorbei. Das ist auch wunderschön. Und dann machen wir ausnahmsweise den hier. Was eigentlich gar nicht viel Sinn macht. Aber hier das kappen wir nochmal ganz kurz. Damit er dieses Band da erstmal leer kriegt. Hier wird gar nichts produziert. Das ist ja auch frech.
Vielleicht sollte ich die Bänder da erstmal leer ziehen. Und das dann oben wieder einlagern. So. Einfach nur, damit wir die schnellstmöglich leer und wegbekommen. Weil wir brauchen nämlich den Platz. So. Zack. So und so. Dann können wir das hier auch noch wegreißen. Das können wir natürlich auch mit Baurobotern machen. Und das werden wir gleich auch. Es ist natürlich vorausgesetzt, dass wir an dieser Stelle auch Abdeckung für unsere Bauroboter haben. Aber ich glaube, ja, gerade so. Hinfort mit dir, Ungemach. Dann können wir hier noch zwei Fließbänder drehen. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Ja, dann geht das da nämlich seinen Weg. Okay. Hier ist es angeschlossen, da wird es weggerissen. Perfekt. Jetzt können wir die Zinnplatten da oben... Ah, die kann ich da gar nicht einlagern. Verdammt. Ja, gut. Dann ne? Müssen wir die gerade mal so verteilen. Zu den Stellen, wo es hingehört. Nämlich hier zum Beispiel. Und das war's schon. Okay. Damit wir unser Inventar wieder einigermaßen sauber haben. Und hier kommt unser Baugeschwader. So, und der große Plan sieht folgendes vor. Wir machen jetzt einfach mal... Wir haben ja gar kein Wasser hier oben. Ja doch, Wasser bekommen wir. Sagen wir mal, wir würden das wieder so aufbauen. So, und noch einmal. Zack. So, und dann, wir gucken mal, wie ist denn die Produktion überhaupt? Wir machen alle 60 Sekunden, kriegen wir 10 Seedlings. Das heißt, mit 6 Maschinen kriegen wir einen pro Sekunde, also sehr, sehr langsam das Ganze. 1, 2, 3, 1, 2, 3, so. So, Grundaufbau ist ähnlich wie das, was wir vorher schon gemacht haben. So. Da muss ich mich ganz kurz räuspern. So. Und dann können wir hier in die Verbindung reinmachen. Zack. Und die unterirdisch so nochmal. So. Die sind erstmal noch nicht alle miteinander verbunden. Das ist aber gar nicht schlimm. Und jetzt ziehen wir hier nochmal ein Belt durch. Hier geht es jetzt um eine reine Stromversorgung. Das heißt, wir werden hier Holzpellets herstellen und aus den Pellets noch diese Holzblöcke. Und die werden wir dann verheizen. Ja, das wird schön. So. Das heißt, wir können hier dann auch Greifarme setzen, die das Ganze dann hier aufs Band legen sollen. So in etwa. So, und jetzt werden wir da auch ein bisschen dran rumrechnen, damit das Ganze ein schönes Verhältnis zueinander hat. Und das machen wir jetzt mal zigzagmäßig hier rein. So. So, wir produzieren aus 10 Seedlings 15 Rawwood. 15 in 60 Sekunden sind alle 4 Sekunden 1. Durch 20 sind 5 pro Sekunde. Ist das korrekt? Ich glaube, das ist korrekt. So, abzüglich dazu, wenn wir sagen 5 pro Sekunde, brauchen wir 3,3 Seedlings pro Sekunde. Alle 60 Sekunden, ja, das müsste, also alle 6 Sekunden brauchen wir 10 Seedlings. Nein.
Alle 3 Sekunden brauchen wir 10 Seedlings, weil wir haben ja 20, genau. Und das heißt, wir machen hier jeweils eine Produktionsmaschine hin. So. Und die soll dafür sorgen, dass wir hier an der Stelle wieder Seedlings produzieren. Und das reicht uns schon. Mehr brauchen wir gar nicht an der Stelle. Also einmal so. Und dann können wir hier das Ganze wieder zurückführen. Und hier brauchen wir auch gar nichts mit Insertern machen oder so. Das, also mit na, wie heißen sie? Die kleinen Apparate, die alles irgendwo reinschieben. Das brauchen wir in dem Fall gar nicht. Einfach nur, weil relativ wenig Bewegung pro Maschine vorhanden ist. Und wir brauchen blaue Fließbänder. Die, ach, nicht Fließbänder, Mano. Ultimate Stack Inserter. Die können wir noch nicht bauen, leider. So, und hier können wir aber jetzt an der Stelle auch sagen, hey, wir machen jetzt hier Stromversorgung. Und dann würde ich sagen, den noch dahin und auch da oben. Und ich glaube, ich bin nicht im Logistikbereich drin, deswegen kriege ich jetzt auch nichts geliefert. Aber das ist nicht schlimm, weil wir können nämlich hier an der Stelle auch sagen, hey, wir machen hier doch mal so ein Apparillo hin. Und dann können wir das Ganze da vielleicht noch mit Strom versorgen. An der Stelle. So, das heißt, meine Greifärmchen müssten bald kommen. So. Schöner wäre es, wenn der hier stehen würde. Oder da. Noch besser. Ja, das gefällt mir gut. So, Wasser kommt später noch dran und dann produzieren wir. Wir rechnen noch mal ganz kurz. 15 pro Minute. Das Ganze durch 3 sind 5 pro Sekunde. So, dann gucken wir mal den nächsten Produktionsschritt. Und zwar brauchen wir Zellulosefiber. Und wir kriegen aus einem Holz alle 2 Sekunden 4 Zellulosefiber. Das bedeutet 0,5 pro Sekunde. Das heißt, wir brauchen 10 Maschinen, die das machen. Und wir haben nur 8. Also fordern wir uns da auch nochmal was an. So. 50 ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber hey. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Oh nein! Was macht's denn? Das ist ja doof. So, Zellulose, Fieber, Zellulose, Fiber, blaue Zellulose und das gibt es dann auch nochmal mit Algen. Um diese ganze Algengeschichte kümmern wir uns auch noch, das wird auch noch interessant. Was kommt denn da? Alien Tissue? Warum wird das hier durch die Gegend geflogen? Man weiß es nicht. Man kann nur mutmaßen. So, aber vom Verhältnis her ist das hier jetzt erstmal fertig. Und ich hätte gerne mal mein Material geliefert, Freunde. Oder muss ich erst da runterkommen? Ah, ich habe noch ein paar Greifer. Perfekt. Dann können wir die schon mal platzieren. Wow. So, und dann müssen wir uns in Bälde auch mal um die Forschung wieder kümmern. Es gibt so viel zu tun. Immer. So, das wird aus Raw Wood gemacht, genau. Sagen wir mal, vielleicht an der Stelle. Und dann vielleicht nochmal an der Stelle. Oh, ich kriege Greenhouses und ganz normale Greifarme geliefert.
Oh, das geht nicht. Das muss woanders hin. Nämlich da. So, Greifarme kommen, Montagemaschinen noch nicht. Kann ich noch welche bauen vielleicht? Gerade mal so aus dem Stegreif? Natürlich nicht. Wäre auch zu viel verlangt. Raus mit dem Quatsch. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 5. So, das wird sich noch ein bisschen hinziehen, die ganze Geschichte, aber hey. Jetzt können wir da den Bereich noch ein bisschen erweitern. Einfach nur, damit wir da... auch Abdeckung haben, damit wir nicht immer aus dem Gebiet rauslaufen. So, wir produzieren jetzt an der Stelle 2 pro Sekunde mal 10 sind 20 pro Sekunde. 20 Zellulosefasern pro Sekunde. Und da haben wir mit dem Fließband... Nein, das passt. Das passt sogar ganz genau. Exakt. Und das ist gut. Und das ist sehr, sehr gut. Und ich hätte gerne ein paar Montagemaschinen geliefert. Haben wir denn Montagemaschinen? On the way, 0. Zero. Montagemaschinen stellen wir nicht selber her. Das ist doof. Und dann brauchen wir... Oh. Okay, es nützt nichts. Ich gehe selber in die Basis, bis ich das alles konfiguriert habe. Nö. Und während ich in die Basis laufe, kann ich mal ein Schlückchen Kaffee nehmen. Ist auch sehr, sehr wichtig, immer wieder sich selber mit Kaffee zu belohnen. So, was fehlt uns denn dafür? Assembling Machines, dafür brauchen wir wahrscheinlich hauptsächlich erstmal Eisen. Eisen, hallo. Und Zahnräder, gib mir Zahnräder. So, und dann können wir hier schon mal 7, dann machen wir mal noch mehr Eisen. Vielleicht hier so noch ein bisschen was weggreifen. Jawohl. Jawohl. Kupfer. Kupfer. Nochmal 9. Ja, ja. Können wir noch weitere bauen? Nö. Reicht uns aber auch. Irgendwann reicht's auch. So, dann wieder hoch. Und wir könnten vielleicht... wo kriegen wir nochmal Wasser her? Pumpe. Pumpe. Und zwar haben wir da die Waterwell Pump. Und die hätten wir gerne, weil wir müssen da oben ja ein bisschen Wasser haben. Electric Boards kriegen wir auch noch hin. Zack. Eine Waterwell Pump. Haben wir noch Rohre genug? Ja, wir haben noch Rohre genug. Schön. Und haben wir auch Holz? Holz haben wir auch. Perfekt. Es läuft ja richtig gut. So, dann können wir den ersten Produktionsschritt schon mal einleiten, würde ich sagen. Und das wäre der hier. Wir nehmen nämlich einfach mal die Hälfte von dem Holz. Hallo? Werfen das da rein und den Rest werfen wir da rein. So, Elektrik ist natürlich jetzt gerade eher nicht so geil. Aber hey. So, Waterwell Pump ist auch weitestgehend fertig. Jetzt können wir hier einmal ein Rohr verlegen. Bis dahin. So. Und dann schließen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen an. So. Und so. Und so. So, Waterwell Pump dann hier an der Stelle anschließen. Dann werden die mit Wasser versorgt, rein theoretisch, wenn sie denn Strom hätten. Und dann wird das erste Holz produziert. Gut, das erweitern wir ganz kurz noch. Zack, zack. Dann machen wir hier unsere Strommasten hin, wie gehabt. Und da. So, das ist der nächste Produktionsschritt. Und dann wollen wir jetzt Pellets machen. Und dann gucken wir mal, Holzpellets, da brauchen wir Zellulosefaser.
Und zwar aus 12-mal Zellulose kriegen wir in 4 Sekunden 2-mal Wood Pellets. Das heißt aus 3 pro Sekunde. Und wir gucken hier nochmal, wie viel machen wir? Wir machen, glaube ich. Boah, wie war das noch? Das sind 2 pro Sekunde mal 10 sind 20 pro Sekunde und 3 pro Sekunde wären wie viele Maschinen? 18 wären 6 Maschinen. Wenn wir 7 Maschinen machen würden, wäre es noch besser. Aber wir nehmen 6. 1, 2, 3. Dann haben wir eher die Bänder ein bisschen voller. So, und hier machen wir jetzt Pellets. So, und ich möchte das Ganze schön in einer Linie haben, damit wir da quasi eine Blaupause haben, die wir dann einfach nebeneinander immer setzen können, um das Ganze dann weiterzuführen. So, und hier geht es dann gleich weiter mit den Strommasten. Da einer hin, da einer hin, da und da. Nächster Produktionsschritt fertig. Das wird dann hier quasi so eine Linie und die können wir dann hier zack, 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 zack untereinander hinsetzen. So, aus den Holzpellets hätte ich nämlich jetzt gerne Holzblöcke. Und dann machen wir in 2 Sekunden aus 8 Pellets 4 Blöcke. So, wir machen wie viel Pellets pro Sekunde? 0,5 mal 3 sind 3 pro Sekunde. 3 pro Sekunde, ist das richtig? Wir machen 2 alle 4 Sekunden, das heißt 1 pro 2 Sekunden. 1, 2, 3. 3 pro Sekunde, das ist nicht viel. Naja. So, das heißt, wir könnten dann hier mit 2 Maschinen das Ganze auffangen. Und dann hier wieder nach außen führen. Und sagen dann hier, mach mir Holzblöcke. Das ist irgendwie unbefriedigend, dass diese Riesenanlage da so wenig Holzblöcke rausbringt. Aber hey, es soll mir recht sein. So. Und dann könnten wir eigentlich sagen, hey, führen wir das hier zur Mitte raus. Genau. Oh, und da geht's los. Pass auf. Und da läuft die Produktion. Hier müssten jetzt gleich die ersten Pellets kommen und dann haben wir hier unsere ersten Holzblöcke. Also Pellets laufen durch. Da läuft noch keine Produktion, jetzt aber. So, das können wir hier nochmal verlängern. Dann haben wir da Holzblöcke. Schön. Also Briketts. Holzbriketts, oder? Ich würde sagen, es sind Holzbriketts. So, das hier wäre dann quasi die Produktionslinie für hier unsere Holzblöcke zu machen. Und jetzt gucken wir uns mal an. Wir nehmen mal einen Boiler. Einen Energieboiler. Boiler Mark II. Und Steam Engine Mark II. Die Frage ist, wie viel Energie verbraucht das Ding hier? Das ist gar nicht so einfach. Gut, wir holen uns mal, wir bauen jetzt mal einen Boiler und gucken mal, wie das Ganze sich dann verhält. Und ich hätte das Ganze ganz gerne so, dass man das wirklich von der Breite her auch so bauen kann, dass das alles passt. Dass wir da schön kompakt bauen können. Boiler Mark II. So, und Steam Engine Mark II. 30 pro Sekunde. Ja, wir probieren es einfach mal.
gucken wir uns an, ne? Weil das ist komplett frei von Materialeinsatz. Wir müssen da nichts hinliefern außer Wasser und kriegen dann quasi kostenlos hier unseren Kram. So, und dann würde ich sagen, ich nehme mal so ein Holzpellet und dann gucken wir einfach mal, wie lange das hier braucht, bis das verbraucht ist. Den lassen wir ganz kurz durch. Der hätte uns nämlich sonst über den Haufen gefahren. So. Dann nehmen wir den Boiler Mark II. Einmal. Ah, nein. Wo sind denn die beiden Dampfmaschinen, die ich jetzt gebaut habe? Ich sehe sie nicht. Was ist eine Dampfmaschine und wo ist sie vor allen Dingen? Da, mittendrin. Eins, zwei. So, Strom dran. Das geht ratzfatz hier. Zwei. So. Wir nehmen einen Woodbrick. Steht da irgendwas von Burntime? Das waren ungefähr 5 Sekunden. So. Das heißt, wir gucken mal. Ungefähr 5 Sekunden hört sich schon mal gut an. Wir machen wie viel pro Sekunde? 4. 4 pro Sekunde sind in 5 Sekunden 20. Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Also, so ein Brick hält 5 Sekunden. Wir produzieren pro Sekunde 4 Stück. 4 mal 5 wären 20. Wir können damit 20 Kraftwerke befeuern. Das ist dann doch ein bisschen mehr, als ich mir jetzt gerade überlegt habe. Ich würde nicht 20, sondern 16 machen, einfach damit sich das Ganze ein bisschen aufstockt. Aufsteckt. Wir gucken mal. Also 16 Boiler brauchen wir und 32 Steam-Maschinen. Steam-Maschinen. So, die bauen wir jetzt mal von händisch. So, davon haben wir jetzt schon mal 6 und dann holen wir noch mal ein bisschen mehr. Wir brauchen nämlich weiteres Eisen. Und hier die Eisenproduktion, die können wir dann auch bald abreißen. So, wir brauchen noch 10. Was fehlt uns da jetzt noch? Stein. Stein haben wir hier, wenn wir Glück haben. Oh, hier kommt gar nichts mehr an. Die Produktion ist komplett zum Erliegen gekommen. Dann müssen wir einmal da runter. Uiuiui. Ja, große Aufgaben, ne? Große, große Aufgaben. Hier, das müssen wir auch nochmal umstrukturieren. Das kommt dann auch woanders hin. Aber alles zu seiner Zeit. Umstrukturieren. So, hier hätten wir rein theoretisch Stein, aber hier kommt nichts mehr an. Und da unten... Wir haben nirgendwo mehr Stein. Was ist denn mit euch kaputt? Was stimmt nicht mit euch? So, Geoden werden hier auch... Oh ja, die werden hier schön weggemacht. Guckt euch das an. Die Anlage ist mega geworden. Wir gucken mal hier rein und... Oh, oh. Da kommen wir bald zum nächsten Problem. So. Wir haben jetzt in der Gesamtheit 9. Das heißt, wir brauchen noch 7. Das wären 1, 2, zack. Und wir nehmen mal noch mehr Stein mit. Oder? Nein, machen wir nicht. So, wenn wir nämlich wieder vollständig mit Strom versorgt sind, dann haben wir hier auch bessere Chancen, dass der Rest der Anlage wieder weiterläuft. So, und nochmal nach oben. Den lassen wir gerne vorbei. Danke sehr. Das Material wird gar nicht weiter weggebracht, weil... Jetzt kommt's. Jetzt hängt es nämlich irgendwo an der Schlacke. Könnte ich wetten. Schlacke ist bestimmt voll.
Genau. Wir haben jetzt Chunks und die Schlacke ist voll. Interessant. Slack Slurry. Slack Slurry. Weil hier die Pumpen fehlen. Was ist das denn? Pumpe. Pumpe, Pumpe, Pumpe. Ich hoffe, ich kann die jetzt bauen. Eins, zwei, Pump. Ich probiere mal die aus. Oh ja. Electricity. Funktioniert die? Warum funktioniert die nicht? Ich meine, warte mal. Pumpe. Eins, zwei, machen wir die. Und die scheint nicht zu funktionieren, warum auch immer. Endgame Combat. Vielleicht muss ich da einfach nur noch irgendwas beachten. Die läuft jetzt. Slack, jawohl. Der Quatsch kommt weg. Ah, ja. So, jetzt kriegen wir auch unsere Schlacke wieder weg. Jetzt läuft hier auch wieder Erz durch. Schön, fantastisch. So, das sind so die kleinen Mängel, die man dann zwischendurch mal beheben muss. Und wir gucken mal, wir brauchen Steam Engine Mark II und zwar 32 Stück. Fünf haben wir schon mal. Oh, wir brauchen jede Menge Stahl. Gut, dass wir so eine gute Stahlproduktion inzwischen haben. So, jetzt kann der sich hier nochmal entladen. Gib mir Stahl. So. Eins, zwei, drei, vier, ganz viele. So. Da. Oh, was ein Rezept. So, und hier bin ich jetzt tatsächlich überlegt, das Ganze vielleicht auch ein bisschen breiter noch zu machen. Beziehungsweise hier aufzudröseln. Weil sonst wird es halt mega lang und bringt uns nichts. Könnten dieses Rohr dann nochmal duplizieren. Hier rüber. Oh Mann. Okay, anfordern. Rohre bitte. Steinrohr. Steelpipe. Oh Mann. Stonepipe. Da. Gib mir da mal. Ja, 100 dürfen es schon sein. Weil, was ganz schön wäre, wäre, wenn man sagen würde, und wir fächern das dann hier ein bisschen auf. Indem man sagt, so. Zack. Geht das so? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. So wäre es eigentlich ganz schön. Und dann hier, gut, dann müssen wir das Gleis umlegen. Das ist aber nicht das Problem. Gut, Rohre sind unterwegs. Ich bin da außerhalb des Bereichs, das ist okay. Und dann sagen wir hier, pass mal auf, mein Freund. Wir führen das nämlich jetzt hier in diese Richtung. So vielleicht. Ja, dann sind wir da auch strommäßig versorgt. Das ist okay. Und das hier kommt dann weg. Okay. So, wie viel Dampf kommt denn da raus überhaupt? Das ist die große Preisfrage. Ja, ich bin wieder aus dem Bereich rausgelaufen. Verdammt, ich muss hier nochmal erweitern. Mach dann nochmal so. Oh nein, das ist voll um. Machen wir so. Und dann können wir hier nochmal so anschließen.
Gut, dann laufe ich nämlich nicht immer aus dem Logistikbereich raus. Das ist nämlich eigentlich voll doof. Und den können wir mal hier ein bisschen nach oben führen. So, jetzt machen wir hier mal einen kleinen Bogen um unsere Kraftwerksanlage. So vielleicht. Und dann können wir dieses Radar da mal abreißen. Und das hier mal verlängern. So. Noch ein weiter. So habe ich mir das nämlich gedacht. Okay, hier müssen wir was ändern. Was ist das nochmal für ein Fließband? Ich weiß es nicht. Brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hier brauchen wir eigentlich grundsätzlich auch schon nicht mehr. Auch diese Mauer hier ist vollkommen sinnlos geworden, aber hey, das sind so diese Industriedenkmäler. Und die können wir hier dann einmal anschließen. Das geht so nicht. Das geht so nicht, mein Freund. So. Und wir haben ja auch grundsätzlich immer schon mal das Problem, dass wir hier Probleme haben. Verstehst du? Wir haben das Problem, dass wir Probleme haben. Aber hier, das kann weg. Ja, dann haben wir nämlich hier, genau, das können wir dann so laufen lassen. Zack, und dadurch. Hier die Schienen mal weg. Es ändert nichts an dem eigentlichen Fahrplan. Und dann sollten wir da auch jedes Mal so eine C-Flat, so eine Pumpe haben. Einfach nur, damit wir da genügend Material haben. Und ich freue mich auf den Tag, an dem diese Spitzhacken wegfallen und man einfach nur mehr Mining Speed bekommt, wenn man was erforscht hat. Das haben sie in den Friday Facts angekündigt. Guckt da gerne mal vom Seno das Video drüber. So. Zack. Und ich würde sagen, zack. Genau. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. So, dann geht es hier hoch und da um die Ecke und bis dahin. Ich hätte gerne mal meine Rohre geliefert. Das wäre ganz fantastisch. So. Ich glaube, das können wir verlängern und da weitere Greifarme reinmachen, damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Ist das sinnvoll? Ja, doch. So, und da kommen die Rohre. Schön. Und dann müssen wir noch gucken, wie das Ganze dann anzuschließen ist. Wie viele Rohre habe ich denn? 15, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja richtig viel. Nicht. So, das sind 26. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen insgesamt 32. Hälfte davon ist 16. Das heißt, wenn wir hier 10 übrig haben, dann reicht uns das schon. Okay. Aber grundsätzlich würde ich sagen, 8 hintereinander. Das heißt, 2 nebeneinander. Das heißt, wir können das Ganze so anschließen. Und ich würde hier so auf der Höhe hier anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir müssen einen nach hinten, damit das alles schön passt. Ich bin da ein bisschen eigen drin. Ich
Ich würde fast sagen, ich fange da hinten sogar an. An der Stelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, die können rein theoretisch schon laufen. Hier ist aber noch kein Wasser dran. Oh! Oh, guck. Und hier kriege ich auch keinen Wasseranschluss dran. Verdammt. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Vielleicht brauche ich da ein Gelenk-Elbow-Pipe. Storage Volume 100. So in etwa. Ja, das sieht doch schön aus. So, da ist Wasser, jetzt kommt hier Dampf. Genau. Oh, krass. Das können wir dann hier nochmal erweitern in diese Richtung. So. Und das wird einfach nur ein wunderschönes Kraftwerk, was wir hier bauen, glaube ich. Denen fehlt Brennmaterial, weil hier irgendwas fehlt, weil alles jetzt gerade viel zu langsam läuft. Und wir müssen mal gucken, wenn sich Materialien aufstauen, dann können wir das Ganze hier nochmal ein bisschen in die Länge ziehen. Wie das Let's Play an sich. Das machen wir nochmal hier unten hin, so, damit wir hier mehr Platz haben. So. Und dann den nochmal hier anschließen. Da muss dann nachher noch ein bisschen Strom dran. Aber das ist dann an sich schon mal so ein geschlossenes Kraftwerkssystem. Das ist sehr, 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 sehr cool und sehr, sehr nice. Und dann müssen wir nur gucken, wo wir die Wasserpumpen dann anders positionieren. Wir machen hier nochmal so ein Elbow-Dingen. Das kommt dahin. Das kommt nämlich grundsätzlich erstmal aus Elbow-Kirky. Und den Gag, den musste ich jetzt bringen. Es tut mir ganz furchtbar leid. Nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da haben wir jetzt das Problem. Und da müssen wir gucken, wie wir das lösen. 1, 2, 3, weg. Sea-Flood-Pump. Dann können wir vielleicht noch eine bauen. Vielleicht so. Wenn wir die einen nach unten nehmen, theoretisch, und dann sagen, boah, das wird schwierig. Oh, das geht aber. Oh, das geht. Das geht wunderbar sogar. So, und den können wir dann nämlich jetzt die Pickup-Position dahin machen und hier nochmal ein Strommast. Und das gleiche machen wir hier unten auch nochmal, damit es symmetrisch ist. Das bleibt so, wie es ist. Jawohl. Bis auf den Strommast hier. Ist das so korrekt, was ich hier mache? Ja, ich glaube schon. Bis auf die Tatsache, dass ich hier jetzt die komplette Stromversorgung unterbrochen habe. Aber hey! So. Dann machen wir hier nochmal einen Greifarm hin. Der bekommt nochmal eine neue Konfiguration. Und ich weiß, wir sind schon drüber mit der Zeit. Aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Weil wir müssen uns ja nicht immer an unsere Vorgabezeiten halten, sondern wir können ja auch mal ein bisschen übertreiben.
So. Weil ich würde das Ding gerade erstmal zumindest gerne fast fertigstellen. Seaflood. Nein, Waterwell Pump, nicht Seaflood. Mann. Du sagst ja immer voll die falschen Sachen, Krampfgarten. Das geht so nicht. So. Und einfach nur, damit wir die Wasserversorgung sichergestellt haben, machen wir die beidseitig dran. Und es ist ja trotzdem alles miteinander verbunden. Und von daher alles schön und alles gut. Zack. Hallo? Das muss schneller gehen. So. Dann haben wir auch hier eine vernünftige Wasserversorgung. So, in Sachen Strom können wir jetzt hingehen und sagen, wir setzen den Hamm hier immer einen weiter rüber. Da. Und dann haben wir keine Strommasten mehr. Es ist einfach ein Traum. Dahin. Und dann das Ganze nochmal gegenüberliegend. Da. Da. Da und da. Und dann gucken wir uns mal an, wie die Seite hier läuft. Eigentlich viel zu langsam. Wir haben jede Menge Holz. Die laufen zu langsam an sich. Und die brauchen, glaube ich, jeweils einen zusätzlichen Greifarm zum Einführen. Und ich weiß, das hört sich vollkommen falsch an. So, damit die hier durchlaufen können. Ist natürlich jetzt gerade kein Paradebeispiel, weil wir ja sowieso ein Stromproblem haben. Und hier ist gerade alles nackig. Aber es laufen alle Dampfkessel und wir gucken mal in die Stromproduktion. Die bringen uns jetzt gerade ein paar Megawatt. Nicht viele, aber ein paar. Und vom Rechnen her müsste das passen. Ich werde jetzt zwischen den Folgen hier oben das noch gerade fertig bauen und dann eine Blaupause davon ziehen und mal gucken, wie das Ganze läuft. So im Dauertest. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt mal was anderes irgendwie und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.